Hi, heute geht's um die neue CarboStart CO2 Düngeranlage. Bei diesem System handelt es sich um eine Spezialedition mit Magnetventil. Ich benutze die Anlage derzeit in meinem 70 Liter Scapers Tank und bei einem Freund in seinem 60 Liter Cube. Eine Stunde bevor das Licht angeht, lasse ich die CO2-Zufuhr starten und eine Stunde bevor das Licht ausgeht, lasse ich die CO2-Zufuhr enden. Ansonsten gibt es zu der Anlage gar nicht so viel zu sagen, außer dass ihr noch 4 Jahre Garantie drauf habt. Ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn, schauen wir einfach mal, was ist drin. Ja, anfangen tun wir mit dem Herzstück von dem ganzen System, nämlich der 500 Gramm CO2 Einwegflasche. Des Weiteren ist der CO2-Class Langzeittest inklusive 2 Indikatorflüssigkeitfüllungen dabei. Der neue CO2-Diffusor Ultra M, der endlich mal diesen Flipper ersetzt hat. Der CO2-Druckminderer. Ein CO2-Magnetventil mit Nachtabschaltung. Und ein CO2-Schlauch extra in Schwarz. Des Weiteren die CO2-Rücklaufsicherung. Und nicht zu vergessen, ein kleines Werkzeug, sowie natürlich die Bedienungsanleitung. Wie bereits vorhin schon angesprochen, wurde der CO2-Flipper durch den CO2-Diffusor Ultra M abgelöst, der eine optimale Nanozerstäubung des CO2s garantiert und auch noch meines Erachtens nach natürlich deutlich stylischer aussieht. Der CO2-Dauertest oder Langzeittest misst nicht nur CO2, sondern zeigt gleichzeitig auch den pH-Wert im Becken an. Was ich gut finde, ist, dass er als Glas-Variante geliefert wird und nicht als Plastik-Version. Insgesamt macht die Anlage einen wirklich hochwertigen Eindruck. Ich werde die Anlage auch weiterhin benutzen in meinen Becken und euch natürlich dann in den weiteren Making-ofs zeigen, was daraus geworden ist und wie sich die Pflanzen entwickeln. Bis dahin, bleibt gespannt und wir sehen uns bei der nächsten Folge von Plant the Tank.